So, dritte heißt Vorbereitungsmission. Also dritte Vorbereitungsmission, da heißt Gefängnisausbruch. Diesmal sollen wir in Zweierteams, also zweimal zwei Teams, jeweils eine Aufgabe erledigen. Zum einen halt das Auto eines gewissen Raschkowski. Und dann halt noch einen Bullenwagen, den wir uns klauen sollen. Ja, wie ihr sagt, der Geier ist da, der Dutch ist da. Also einmal ein Amerikaner und einmal ein Deutscher. Ja, zum Glück haben wir mal auch mal einen Deutschen bei uns. Und ja, wie ihr sagt, wir warten auf eine dritte Person. Die kommt jetzt auch gleich. Super. Dann können wir ja gleich mal hier auf Spielen drücken. Der tritt auch bei. Er ist jetzt Level 4. Und ja, wie ihr sagt, wir sollen. Ich lese das mal kurz vor. Die eine Hälfte des Teams muss sich einen Streifenwagen besorgen, sich als Cop verkleiden und in eine Polizeistation eindringen, um den Fahrplan für den Gefängnisbus zu klauen. Die andere holen Raschkowskis gestohlenes Auto von einem Frachter im Hafen von Los Santos. Und dann drücken wir auf Spielen. Ja! Geht ja dann gleich ab hier. Sollte eigentlich kein Problem sein, außer jetzt natürlich die eine Sache mit dem Auto. Weil ich habe dir nämlich schon mal die Rolle gespielt gehabt. Ich werde natürlich. Bin ich jetzt im Team Frachter oder nicht? Ja, wir werden mit dem Pfälzer hinfahren und dann. Die anderen beiden sind noch nicht bereit. Gucken wir mal kurz. Nee, sind immer noch nicht bereit. Bin jetzt mit Geier im Team. Ich weiß nicht, ob die es hinkriegen da. Denn die Geschichte da durchzubringen da mit dem Autoklauen. Wahrscheinlich werden wir da öfters mal uns versuchen müssen. Ja, ich bin jetzt mal bereit, dann sehen Sie, dass wir ernst meinen. Gucken mal kurz, hier schrieb man, okay, na was. Die suchen doch sich ihre Klamotten aus, ey. Naja. Oh, Killers, oh, Killazor ist, nee, Killrazor ist bereit. Und der, die, oder der, oder es, oder wie auch immer, lässt noch auf sich warten. Ja, diese rosane Maske bringt natürlich deine Augen zur Geltung. Lass dir Zeit, wir haben es ja auch. Gute Idee. Was denn jetzt? Oh, ja, ist bereit. Jetzt, denn jetzt los, ja, geil. So, wie ihr sagt, wir sind diesmal die, ich bin diesmal in der Bullenrolle. Ich werde jetzt also in mein Auto steigen und muss einen Streifenwagen mir besorgen. Na gut. Okay, wir haben zwei Teams. Split up and hit your objectives. I'm setting up a healthy atmosphere of competitiveness. Use that. Station Team, you're going for the Bolingbroke Transit Schedule. Whoa, whoa. Wir sollen also einen Bullenwagen. Dann werden wir mal. Vielleicht schafft man ja mit dem Handy. Kontakte. Wir mal auf.
Ich würde es überleben, ich hab's jetzt nur angeschossen. Kriegen wir natürlich auch einen Bullenwagen. So, ja, da kommt der Bulle. Gut, okay. Dann werden wir mal schnell den umhauen. Und dann verschwinden wir mit dem Bullenwagen. Da vorne ist er. Und... sehr schön. Sauber gemacht. So, komm rein hier. Aus mit dem alten Sack, genau. Und dann los, weg hier. Ja, wir arbeiten dran. Schnell verschwinden, wir haben 3 Sterne. Wenn wir jetzt hier runterfahren und uns den Tunnel suchen, unseres Vertrauens. Okay, jetzt sind wir falsch gefahren. Wo ist unser Tunnel? Wo ist unser Tunnel? Da ist er ja. Nee, da ist er doch nicht. Wo ist der Tunnel? Wie mache ich denn die Sirene aus? Ach so, eh. So, okay. Oh, da hat jemand Selbstmord begangen. Na, das läuft ja wieder richtig gut. Nein, bitte komm hier nicht rein. Ja. Nee, machst du nicht. Ich bin nämlich schneller weg, als du denken kannst. Haha. So, jetzt sind wir weg hier. So, jetzt können sie uns mal. Wir müssen ja nur die, schon wieder gestorben. Na, dann haben wir das schon wieder nicht mehr geschafft, ey. Doors, hey, ich ist gestorben. Okay, dann drücken wir again. Wir wollen ja... nein, wir wollen den Räuberwacher nicht loswerden. So. Denn schneller Neustart. Bild auf. Komm schon, wir wollen mehr. Wir wollen nochmal neu. Komm schon, ja. Wir müssen die Geschichte endlich zu Ende bringen. Ist ja bloß ein bisschen Bullenwagen-Böllerei und Böllerei und so. Das kann doch wohl kein Problem sein hier. Bullenwagen zu klauen und da am Hafen was zu machen. So, unseren Bullenwagen haben wir natürlich immer noch nicht. Jetzt haben wir... so, jetzt aber. Stiehlt einen Streifenwagen. Zum Glück sind hier unsere Autos noch. Schnappen wir uns natürlich noch das richtige Werkzeug dafür. So, wir haben nur die... So, gleiches Prinzip. Geier ist gestorben. Ein Leben haben wir noch.
Ist nicht aufgefallen, ist nicht aufgefallen. Wir kommen trotzdem noch weg. Wir kommen trotzdem noch weg. Wir sind nämlich schlau. Wir hauen schnell ab. Die Sirene nervt aber. Leo, der dreht dabei. Okay. Fahren wir hier weiter. Scheiße, da kommt auch schon wieder jemand. Wir haben es geschafft. Wir haben unseren Bullenwagen. Yay! No way! Der hat ja auch noch welche dran gehabt. Na gut, okay. Müssen wir jetzt hier... Oh ja, hier. Perfekt. Das ist ideal. Hier haben wir nämlich auch gleich einen Tunnel. Ah, ich bin doch so schlau. Oh, jetzt haben wir Docs falsch geschrieben. Geier, kannst du mich hören? From the looks of it, you're clear. Now, go into the station and come out with the hard copy. On the way in, you won't have a problem with the cops unless you act stupid. On the way out with the document, I don't know. I would do this quickly if I were you, just in case someone adds two and two and makes you. So, jetzt sind wir gleich da. Fahren jetzt ganz gesittet oder ungesittet halt zum Polizeirevier mit einem halbschrotten Polizeiwagen. Oh ja, ganz. Nee, habe ich leider nicht, aber ist ja kein Problem. Kann nicht fahren. So, gut. Ja, schon wieder jemand gestorben, oder was? Ey, das gibt's nicht. Ich krieg hier ein Rad ab. Oder mit den charmanten Worten von Gronkh. Ich fress meinen Bart! Ja, dann haben wir schon wieder verkackt. Present for practice. Ach, das kann ja jetzt was werden noch, ey. Wir wollen nur eine dieser Dinge da zu Ende bringen, ey. Ich wäre doch mal lieber ins Team der Dockarbeiter gegangen, ne? So, nochmal. Schöne Kratzer noch in die Klatsch in mein Auto. So, da. Schnell zu dem Bullenwagen. Ah, da sind ja zwei. So, schnell hier rein. Und abgehauen hier. Mal einen abwegigen Weg hier. Ja, funktioniert ja bestens. Da ist schon der Helikopter.
verduften ja einfach mal. Ohne groß Aufsehen zu erregen. Ja, hier, wir nehmen die rechte Spur. Parkhaus? Keine doofe Idee, aber hier sind doch hier gleich Tunnels, oder nicht? So, diesmal gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir wollen nicht nochmal gesehen werden. So. Läuft. Ja, also mit dem Bullenwagen da aufzutauchen. Okay, Doss ist gestorben. Jetzt können wir hier abdampfen. Bitte nicht nochmal sterben. Das sieht aber trotzdem nicht gut aus. Er vertraut der Sache da drüben nicht. So, wir müssen gleich da ganz ruhig fahren. Bloß kein Aufsehen erregen. Wir schleichen einfach nur da durch, holen uns da unsere Map und dann ist es gut. Ja, wir parken hier. Oh. Ganz locker. Ich hoffe, das schaffen wir jetzt. Hallo? Hallo? Na, alles klar? What's up? Wo ist denn hier die Toilette? Achso, bist ja bloß du. Hallo? You got it? All right, get out of there. It's your fault. I didn't hit you. Okay, one more thing. I'm gonna need you to torch the cop car to stop this coming back at us. There are some gas cans under the Olympic Freeway in Marietta Heights that'll do the job. So. Du wartest schön auf mich. Na? Seid ihr schwul? Hätte ich auch kein Problem damit. Schwule sind sehr sympathisch. Denn ich sitze nicht hinten, ihr könnt es auch vergessen. Ich will auch mal vorne sitzen, wenn ich in einem Polizeiauto drin sitze. So, ich hoffe, die auf der anderen Seite schaffen das auch. Ganz schnell zur Unterführung und abgefackelt die die Kiste. So, wir lassen die mal einfach mal ein kurzes Stück fahren. Oder wir lassen andere Kisten rammeln halt. Ist auch okay. So, jetzt so schnell mal hier. Ja, wir sehen eine Hauswand. Dann sind wir ja gleich da und dann haben wir es endlich geschafft. Oh Mann, ey. Das war jetzt eine schwere Geburt. So, da ist die Unterführung. Naja, die Karre wird sowieso geschrottet, von daher passt das schon. Und da ist auch unser Fluchtauto. Steigen wir schnell aus und gießen mal was drüber hier. So. Und jetzt haben wir den Kanister. Doppelt hält besser. Ja. Oh, ich hoffe, ich falle jetzt hier nicht runter. So. Genau, wir kippen das ganze Ding voll und dann ist gut. Oh shit. Ja, steig ganz lässig ein, ist ja gut.
Nee, 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 ich will das sehen, ich will das sehen. Komm schon. Naja, fast. Ist ja okay. So, wir haben es geschafft. Wir bringen noch schnell den Fahrplan in den Planungsraum und dann müssen wir zusehen, dass die anderen genauso schaffen. Da vorne sehe ich doch schon einen von denen. Ich glaube, die haben es endlich hingekriegt. Sauber. So, ja. Dann haben wir es hoffentlich geschafft. Fahren aber trotzdem nochmal. Ich habe keine Ahnung. Where are you going to, man? Wo gehst du hin? Zum Mann? Oder wo gehst du gerade hin? Ist er jetzt? Ist er present? A place far away. Aha. Ob das so richtig ist. Ach, ach, a place far away. Am Platz weit, weit weg. Ja. Ne? Ja, ich mag den Schilder weit auch nicht. Also. Lass dich ruhig aus. Es ist okay. Ich habe kein Problem damit. Vielleicht hätte ich den Geier auch in das andere Team stecken können. Das wäre dann ungefähr. Dann wäre es da wahrscheinlich auf Anhieb. Dann hätte es dann nicht geklappt. So, wir steigen aus. Machen nochmal hier. Den hier. Haha. Dann schmeißen wir den Kanister in unsere Hosentasche. Und den verschwinden wir nach oben. Ja, geschafft. Also, von unserer Seite. Wir gucken mal kurz. Ich hoffe, wir können da jetzt zu gucken. Ja, jetzt haben wir unten natürlich den schwarzen Ladebildschirm. Können wir mal kurz gucken auf die Zeit. Wir haben es jetzt. Ja, das passt. Bäm. Das ist ein Fahrplan. Morgen fallen die Busse aus wegen Streik und Baum. Nein. 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 Warum? Warum? Oh Mensch, da hat er wieder verkackt. Ich ja. Ach du meine Güte. Aber wir können jetzt keinen Rollentausch machen. Ach, na gut. Ich wollte die Session, ich wollte das Ding unbedingt rüberbringen, aber warte. Station team, you're going for the Bolingbroke transit schedule. You've got the right uniforms, but they'll be no good to you if you turn up on foot or in civilian transportation. Da drüben sind sie. Get a hold of a cop car using any means necessary. Then you can go to the station, and I shouldn't need to say this. Don't get yourselves killed. Wird schon wieder eine überlange Folge hier. Das wird eine richtig lange Folge jetzt hier auf einmal. Ah, das gibt's nicht, ey. Wir müssen jetzt erstmal zu den Docks kommen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier einen Plan. Und zwar da unten sind sie, okay. Gut. Weiß ich Bescheid und dann können wir rüberjucken. Das ist ja hier. Ach, Mensch. Ja, gut, der Killer hat's. Den kann man noch verzeihen, der ist erst Level 4, aber ich gebe jedem eine Chance. Jeden. Jeder kann sich hier bei mir beweisen und ich pfeife auf Vorurteile. Aber sowas hier. Gut, ist ja auch der schwere Job des Teils, weil bei den Cops ist es ja bloß so, du musst einen Bullenwagen finden, die Bullen abschießen und dann kommen. Das ist ein echt leichter Teil. Aber da drüben, da musst du die ganze Feuergefechte halt durchmachen. Whoop! Whoop, we fucking do it hier. Ah, wir sind ja gleich da. Dann helfen wir denen mal auf die Sprünge und dann läuft es. Zu viert können wir ja immer noch hier was machen. Also was schaffen.
So, ja, das ist die Alarmanlage von dem Schiff. Okay. So, schnell da rüber. Haben die jetzt schon die Karre? Nee, aber die haben auf jeden Fall... Wir haben nur eine Pistole! Wir haben nur eine läppische Pistole. Wir haben keine Rüstung mehr. Das war mein Auto. Du blöder Penner. Das war mein Auto. Haben die jetzt das Auto oder nicht? Und schon wieder ist jemand gestorben. Das gibt's nicht, Killers! Kill Racer, jetzt streng die doch mal an, Mensch. Es ist noch nicht so schwer. Ah, gut, okay. Wir machen es jetzt einfach. Wir beenden hier. Und dann suchen wir uns ein neues Team. Aber diesmal machen wir das auf der anderen Seite. Wir... Ja. I invite new. Was? No, no, we don't there. It's just lot of cops. Ja. Macht ihr nicht einen Cop? Du Cop. Again. Okay. Just you wait. Gut, ich beende mal an dieser Stelle mal schnell die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber dann jetzt hier gleich im Anschluss weiter. Bis dann, haut rein.